Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir wieder mit Tobias unterwegs, weil wir sind von den Toten wieder auferstanden worden, weil My Second Life. Ganz genau, das war My Second Life. Wir haben uns ja in der letzten Folge erhangen, oder er hat sich erschossen. Nein, ich habe mich ertrunken in meiner Toilette. Dankeschön. Okay, ja. Der Server ist mal ausnahmsweise was Gutes. Hoffen wir, beten wir. Ja, ist es überhaupt ein Gott? Oh fuck, ich weiß gar nicht, was so Godfather ist oder Selfmade. Ich glaube, es war ein Godfather. Ich bin mir aber nicht sicher. Tut mir leid, wenn ich was Falsches sage. Bringt mich nicht um. Ich registriere mich wieder mit meinem krassen Passwort. Okay, beantworte folgende Fragen. Bist du männlich oder weiblich? Das ist nur eine Frage. Kann ich hier weiter drücken, aber so, ohne Versuch mal irgendwas? Splitter reinzuschreiben. Wie schreibt man das? Zwi. Oh. Warte mal. ROBERTE. Nein, Twitter. So, mal gucken. Und scheiße, das Video später anguckt sich das Geschichte an, aber es soll nicht lachen. Entweder männlich oder weiblich. Aha, männlich. Oh, das war ein dänischer. Männlich. Woher kommst du? USA, Europa oder Asien? Okay. Asien. Immerhin, Dänemark ist mir einbezogen. Dankeschön. Ich mag euch. Ich liebe euch. My Second Life, ihr macht's richtig. Asien, Asien. Wie alt bist du eigentlich? Ich habe einen Pappkasten auf meinem Kopf. Ich meine, ich komme Hab aus ich der auch. großen Gosse. Schützt aber gegen Regen. Tutorial Crashkurs. Nein, 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 nicht schon ein langweiliges Tutorial. Nein, ihr macht damit so vieles kaputt. Leute. Glaube, ich kann jetzt da oben hingehen und dich schlagen. Wieso kannst du das? Bist du schon fertig? Ja. Oh Aber du verlierst Mann. aber kein Leben. Ja, weil ich freeze bin. Jetzt schaffst du diesen der M-Kitty zu sein. Alles Also klar. ich mag das Tutorial nicht, ganz ehrlich. Ich finde scheiße. Ich finde diese Art Tutorial einfach langweilig. Das ist mein Problem. Sogar ein Admin online. Sag ich doch, Fofi. Fofi, Genau. ja. Keep out. Steht auf deiner Stirn. God is playing. Hey. Oh fuck. Warum bist du weg? Ich bin unten. Ich Wo weiß bist. aber hier gerade auch. Wo bist du? Achso, warte mal. Da stand was. Ich will es mal lesen. Ich kann es aber nicht. Warte mal. God is playing with us. Aha, okay. Ich nehme. Warum ist da ein Checkpoint? Moment. Ah. So, okay. Hier kriegst du Autoschein. Hier ist ein Autoschein. Haus. Ja, warte mal. Autoschein. Oh Gott. Ich stehe auf dem Sofa. Okay. Wahrscheinlich wegen Dings. Tutorial. Wahrscheinlich haben sie sogar eine Animation auf Notebook. Beim TÜV. Wird nun dein Wissen getestet. Ich bin beim TÜV. Risikofreies Autofahren ist das Wichtigste. Was ist das für eine bescheuerte Frage? Schnur 1 und 4. Was ist Deine Risiko Geschwindigkeit das ist Wichtigste? wichtig, 1. weil. Das sind so bescheuerte Fragen, ganz ehrlich. Da könnten die den Test eigentlich gleich weglassen, ganz ehrlich. Wieso ist beim Telefonieren gefährlich? Und Telefonieren kann man besser handeln. Das ist vollkommen schwachsinnig. Wer sollte die Fragen schon bisher falsch beantworten? Wie verhält man sich bei Blaulicht? Beim Telefonieren kann man es erfahren, eindeutig. Ja. Telefonieren beim Fahren ist cool. Warte mal. Achtung, zwei Antworten sind richtig. Was bedeutet eine weiße Linie unmittelbar am Bordstein. Rechts abbiegen. Hier, soll ich jetzt Ist so machen? durchgefallen? Nein, ich bin noch weiter. Bist du schon Meinst du? durchgefallen? Nein, muss man da so einen Slash machen? Ja. Darf man ohne Geldstrafe links fahren? Was hast du eingegeben bei 5? Robert! Was? Was hast du bei 5 eingegeben mit den zwei Antworten? Das sag ich dir doch nicht. Mach du es doch, komm. Warte. Ich lach dich aus, Alter. Du bist so schlecht. Schnapp dir ein Fahrschulauto und los geht's. Ja, was für ein Auto? Hier gibt's nur. Die Meinung jetzt nicht die NRGs, oder?
Das war ein bisschen. Durchgefallen. Ah, oh, du bist so Oh. scheiße! Du bist so sch. Das gehört der Fahrschule, ja. Aber. Mach's gleich Motorradschein. Was soll. Aber wo sind hier die Auto. Hä? Hier steht, schnapp dir ein Fahrschulauto und los geht's. Ja, witzig. Hier gibt's aber kein Auto. Wo bist du überhaupt hin? Ach da. Ja, witzig, ey. Mach Motorradschein. Das ist doch Achso, das geht jetzt. Du scheiße. musst jetzt mit dem Auto fahren oder was? Ja, aber es Irgendwo gibt hin. kein Auto. Ja, das ist ein. Du hast doch einen Admin hier auf dem Server, frag den doch. Report, Report. Ich nutze die Zeit so lange und nehme einen Schluck von meinem frisch gezapften Kakao. Du zapfst sie, woher? Aus meinem Kakaofass. Ey, ich will auch so einen Kakaofass. Ich zapf sie direkt von der Kuh. Mörr. Ey, dieser Server wirkte so seriös, weißt du? Und dann geht man rauf und sieht. Toll. Hier Kein könnte deine Auto. Werbung stehen. Ja, das ist. Es gibt kein Fahrschulauto, was? Das ist scheiße, ganz ehrlich, das ist richtig scheiße. Ja, damit kann ich ja nicht weitermachen. Weißt du, ich will das Tutorial-System testen, weil es gibt ja anscheinend so ein Tutorial und dann gibt es auch noch Gedönsi-Döns, wahrscheinlich so ein Learning by Doing-Zeugs auch noch zusätzlich dazu, obwohl ich das dann das erste Tutorial unnötig finde. Aber es geht nicht weiter, weil die kein scheiß Fahrschulauto haben. Das ist doch. Das ist so scheiße, ganz ehrlich. Okay, schauen wir uns wenigstens die Jobs an. Komm, der hat mir Antworten nicht. Ja, doch Mann! Junge! Fahr zum Arbeitsamt. Das ist Los wahrscheinlich. gleich Navi. Ja, Los Santos. Ja, Los Santos. Bla bla. Flughafen, Läden, Bahn, Stadtverwaltung, Stadthalle, Kirche, Bank. Mein Gott, man muss das ganz exit, man kann nicht zurückgehen, das ist scheiße. Boah, das ist voll scheiße, Mann. Ich mag das auch nicht. Ich auch nicht. Okay, ich gehe mal von aus, dass es Stadtverwaltung und dann einfach eine Stadthalle. Ich gehe mal von aus, dass es eine Stadthalle ist. Jetzt habe ich auf Kirche geklickt, Mann. Muss ich alles wieder neu machen. Ist egal, Stadthalle. fahr einfach im LSPD, das ist ein bisschen weiter weg. Passt schon. Ich hoffe, da sind die Jobs. Wenn nicht, dann. Warte mal. Ach so, Autos. Nee, nützt nix. Tut mir leid. Autos haben die aber schön gemappt, wie es aussieht. Obwohl es laggy ist. Ich find's wirklich scheiße, dass man die Fahrprüfung nicht machen kann. Das keine Führungsperson momentan vorhanden. Wow, was ist das denn? Hä, keine Ahnung. Sieht aber nice aus. Ja, schon. Wahrscheinlich ist das für die Medics. Ich gehe mal von aus. Das ist cool, ja. Also von Sachen Mapping her. Bisher nicht schlecht. Das Gut. Autohaus sah ganz okay aus. Das ist auch mal was ganz Neues, so eine Tiefgarage. Ist cool, auf jeden Fall. Du musst jetzt gerade ausfahren, ne? Was ist das? Ach so. Du musst jetzt quasi gerade ausfahren. Warte, was ist das? Halt, halt, halt! Hinter uns ist ein Gebäude. Automatische Fahrschule. Doch nicht? Ein Ne, Haus. ist ein Haus. Alter, übertreib mal mit den Nicht? Häusern. Ne, das ist, ja, das ist die Stadthalle. Da war ja zu erwarten. Ja, bis sind ja nur 15. Aber gut, es ist ja auch keine schlechte Stadt. Enter. Ja, geht. Gut. Stadthalle. Kann man hier. Stadt. Kann man hier Jobs? Führerschein, Job, Börsefrege. Führerscheine? Mach jetzt hier nochmal den Führerschein. Oh fuck, jetzt macht er mir den nur. Gibt denn dir? Jobbörse. Nö, der zeigt nur Dings an. Fail. Ja. Ja, den kann man nicht mal machen. Das ist doch voll. Sch das ist so fail. Immobilienhändler, das hört sich doch gut an, nehmen wir. Immobilien soll. ADAC. Der Rest ist nur 15. Irgendwie Hacker kennt man. ADAC. Ja, ich mache auch Immobilienhändler. Das ist das Einzige, was irgendwie vernünftig ist. Also, was ganz neu ist. Das Rest hat man irgendwo gesehen. Obwohl ich mal sagen soll, okay, Hacker ist ganz okay eigentlich. Also ich meine, dass die Hacker reingehauen haben, finde ich toll. Hacker ist jetzt, sieht man jetzt nicht so oft, obwohl es eher nur 15 ist, aber immerhin. Ich gehe davon aus, es ist eine Abomination Downs.
ist das? Business. Okay, hier unten. Interessant. Was? Wir müssen uns Job annehmen. Join. Einmal Recht. join. Ein bisschen weiter weg. Ist auf Level 7 möglich? Hey, das ist ja richtig scheiße. Das heißt, als Anfänger darf man erstmal die langweiligen Kackjobs machen. Wollen jetzt Karte gar nicht mehr machen, wahrscheinlich irgendwie 3 Stunden warten. Fahr einfach hin. Finden wir nochmal raus. Gehen wir Wohin? raus. Nochmal Stadthalle? Ja, klar. Dann kannst du nirgends anders. Was denn hier? Business. Toll, was für eins? Keine Ahnung. Slicks and Cocks. Ich gehe davon aus, irgendein Alles. Puff oder so. I don't know. Hattest du denn Alter, da ich habe vorne? echt gedacht, das wäre ein richtig geiler Server, aber bisher enttäuscht er mich die ganze Zeit. Mann, das Mapping finde ich geil. Das Mapping ist cool, ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch richtig toll, ganz ehrlich. Aber Jobs, Führerschein ist verbuggt. Weiß nicht. Wieso testet das keiner mit dem Führerschein? Oder Verträge, Krankenhausversicherung. Jobkündigung, du hast keinen Job. Das ist geil. Ja, stimmt, wir haben ihn ja nicht angenommen, konnten wir ja Ach nicht. so, ja, stimmt. Ja, immerhin, das ist immerhin etwas. Ja, toll, was sollen wir dann machen? Das ist ja langweilig. Im ADAC. Busfahrer, Autodealer? ADAC ist nur Mechaniker, soweit ich weiß. Hacker, Autodieb. Autodealer ist wahrscheinlich so wie Autoverkäufer oder so ein Shit. Ich nehme mal Hacker, einfach mal so zu sehen, wie das jetzt, ob das sich das Ding vielleicht. Vielleicht haben sie Ja, was du ganz hackst anderes ja so dabei. gerne. Ja, vielleicht, okay, Hacker ist genau im LSPD. Das ist fail, das ist richtig fail. Komm mal im LSPD und hol mich ab. Ich muss jetzt mal gucken. Join. Habe meinen Job gerade erfolgreich angenommen. Jetzt stehe ich vor dem LSPD. Da bist du. Man kann hier rein. Accept Job. Gleich Hilfe. Gleich Hilfe, ja. Job. Gleich Repair, Fail, Slash, Dienst, ja. Hast du jetzt gerade Kettensäge? Was? Du das? Ne, das Nein. ist der Admin. Ach, statt zu helfen, macht der Spieler mit der Kettensäge. Ey. Wieder toll. Ja, der Das läuft hier mit Schutzwesten und alles rum, Kettensäge. toller Admin, ganz ehrlich. Okay, Hacker scheint verbuggt zu sein oder sowas. Ich weiß es nicht. Warte mal, kann man hier den Job? Nee, Halbes das ist Order. Dete. Hier war gerade der Admin irgendwo. Hä? Da ist er. Komm mit der Kettensäge. Toller Admin, der hat meine Frage nicht beantwortet. Bin Hackernland. Tagesstatistik. Legt ihr mich? Hä? Ganz ehrlich, das Hast schon mal war. an so eine Serie gedacht wie World to One? World to the Ban? Komm mit. Wird das Enter machen? Nö. Ja. Mal Ich von weiter weg geht das. Der buggt. Bist du verbuggt? Alter, dieser Server soll angeblich Erfolg haben und ist so verbuggt. Hat keinen Erfolg, sonst würde jemand drauf spielen. Angeblich haben die einen Tag 50 User oder sowas. Und ich habe auch gesehen, dass ein paar User drauf sind, aber du kannst Hacker anscheinend nicht annehmen, zumindest weiß ich nicht wo. Das ist doch. Wo ist so ein Roller geparkt? Da hinten war er noch drin. Weil ich würde gern Dings sehen, Der hat eine Kleidungsladen. Energie, der hat eine Energie. Er klaut Mein deine Roller ist Energie. weg. Ach, Nimm mir die hier, ah, Energie. hier, nee, hier gibt's noch mehr Roller. Komm mal mit. Alter, hier Bist du denn? gibt's. Hier mitten im Ganzen quasi. Ich bin freezed! Ich bin Sie ist. freezed! Bin ich jetzt unfreezed? Ah, jetzt bin ich Ganz viele unfreezed. Roller. Brent.
Ich muss den Scheiß mieten und jetzt bin ich auch Freezed. Warum? Was soll das? Rent Car, geht auch Ach, nicht. du besitzt keinen Autoführer. Ich brauche einen Autoführerschein für einen Roller? Wollen die mich verarschen? Brauchst du kein Auto? Okay. Ich bin jetzt. Achso, nee, warte mal. Exit. Einfach als Beifahrer drauf sitzen und einen Exit schreiben. Übelst verbuggt. Toll. Wo hast du den Roller hingetan? Ich hab den vorne beim LSPD, aber der steht da nicht mehr. Nochmal hin. Ganz ehrlich, dieser Server ist eine riesen fette Enttäuschung. Ich dachte wirklich, da wäre was. Das ist wirklich mal ein neuer, na, neu nicht, aber das ist mal ein vernünftiger Server wäre, aber das geht ja gar nicht. Appeal, kennt man. Das Ding bietet nichts Neues. Der Admin ignoriert mich komplett und schätzt sich einen Dreck um mein Problem. Also der Admin hat direkt Anfrage angenommen. Meiner hat er überhaupt nicht angenommen. Ich habe einen Report Nein, geschrieben sofort. und kam nichts. Kam gar Bei mir steht nichts. da hat er einen Report angenommen. Jetzt hat er geschrieben, gibt es nicht. Ausnahmen steht im Forum. Hat mich nach Startbonus gefragt. Warum ignoriert er mich dann? Habe nochmal einen neuen. Ich kann aufs LSPD-Dach. Warum auch immer. Kann ich wieder runter? Doch. Ah, Base. Keine Ahnung. Ich kann Hacker nicht machen, ne? ADAC statt nur Mechaniker. Die einzigen Berufe, die neu sind, ist Immobilienmarkt und Hacker. Immobilienmarkt kannst du erst auf Level 7 machen, was total Schwachsinn ist. Und Level 6. Hacker funktioniert anscheinend gar nicht. Zumindest habe ich nicht eine Joint-Job-Stelle, weil das vorm LSPD ist. Keine Ahnung, ist übelst fail, ohne Witz. Du kannst dich. Das heißt, ich bin wieder in den 0815 Scheißjobs hängen geblieben. Danke dafür. Personalausweis, wie sieht es mit Stats aus? Oh, hier ist ein Roller, der an ist. Den nehme ich mir jetzt mal. Ja, dann fahr mal zum PD. Damit kann ich aber auch nicht fahren. Nicht wieder gefreezed, das ist nice. Rent Car, mal gucken, ob ich das mal machen Da kann. bist du. Ich habe das Ding auf jeden Fall gemietet, aber ich kann nicht fahren, weil ich keinen Führerschein habe. Ja, wunderbar, ehrlich. Hast doch einen Autoführerschein, oder? Nein, ich konnte den Schein nicht Ach ja, machen. du, da waren ja keine Autos, ja, Ja, ach, stimmt. deswegen, das Skript ist total fail. Ohne Scheiß, dieses. Ich dachte wirklich, das hier wäre was cool. Das wäre was Cooles, weißt du, wäre wert zu testen, aber. Alter, jetzt. Das ist wieder nur so ein scheiß 0815-Drecksprojekt, das ein paar Neuerungen hat, aber die man nicht testen kann, weil wegen ist so. Das ist doch. Weil Baum und so. Das ist total scheiße, ganz ehrlich. Der Admin, ich habe da was geschrieben, ich könnte dazu theoretisch auch mal machen, aber das geht gegen meine Prinzipien. Hier sind drei Is? Oh, ich kann Achso. nicht mehr rennen und du rennst wie ein Verrückter. Tja, ich bin halt cool. Warum sind da so viele Is? Business? Yakuza-Waffenladen? Oh mein Gott, ja, das ist ein Bushaltestelle, das sehen, laden sie nur. War das davor? Ist das bei dem Gebäude hier? Business. Waffenladen, ist das Yakuza Waffenladen? Dash Enter. Ich Enter. glaube nicht, dass Bin du da ich da? rein kannst ohne Waffenschein. Ich bin aber drin auf jeden Fall. Ja, aber du Weiß kannst keine nicht. Waffen kaufen. Bei Garn, du hast noch keinen Waffenstand. Jo. Nächste. Also die Stats-Anzeige ist ganz schön. Relativ übersichtlich gestaltet. Junge, ich kann Auto fahren, aber keinen Roller. Was ist das? Komm mal raus. Ey, dieser Server ist so verbuggt. Guck's Vielleicht dir ist mal das so ein an. Fahrschulauto. Nein, ist es nicht, glaube ich nicht. Steig einfach aus, dann würden wir gehen, weil ich bin so durchgefallen. Guck mal. Ah, das Ja, Fahrt der das ist ein, Fahrschule. das ist ein Fahrschulauto. Hä, aber ich steig jetzt ein, weißt du? Ich steig jetzt ein und nichts passiert. Auch keine Checkpoints oder so? Nichts, gar nichts. Komm mal Obwohl. einfach wieder Doch, zurück doch, zum doch, warte, Autohaus. warte mal. Da ist ein Checkpoint. Danke, dass du es gesagt hast. Kein Problem. Kein Ding für den King. Alter, Monster-Lag. Übelster Monster-Lag.
Mann, wie Ah, stehst du da rum? jetzt. Ach, jetzt. Ja. Ich fahre mal zum Checkpoint. Ah, jetzt kann ich wahrscheinlich erst machen. Aber, hä, warum? Wo hast du das Auto überhaupt hergeholt? Ja, der Bus ist gerade durch uns durch. Junge, das stand einfach so da. Weiß nicht, das stand einfach so da. Mitten auf der Straße war an und. Genau, dachte mir, oh, König, mal mit. Ja, vielleicht gibt es da nur eine begrenzte Anzahl an Das ist aber schwachsinnig. Autos Warum? und die wollen alle weg. Warum? Ja, das wäre doch da Schwachsinn. Warum spawnen die Dinger nicht zurück? Was ist das für ein. Das ist ein übelster Fail. Ja, kein Respawner drin. Es ist Fail. Okay, jetzt kann ich anfangen, wie es aussieht. Lese den Check. Dinge erklärt an einem Punkt, an einigen Punkten. Achso, ich kann ja einfach fahren wie Idiot. Okay, sehr schön. Ich kann hier fahren, wie ich will. Ich kann. Das ist ziemlich schlechtes. Wie du kannst erfahren, wie du willst. Ich kann das Auto crashen. Ich kann. Ja, ich kann hier einiges machen. Aber so. Lalalala. Ich kann fahren, so schnell ich will. Ich kann machen, was ich will. Ich kann das Ding halb zerstören. Ich bestehe anscheinend immer die Prüfung. Das ist weniger gut, ganz ehrlich. Sag ich mal, wie es ist. Ein Gartentrecker? Nebenjob Rasenmäher. Okay, es gibt. Rasenmäher? Es gibt anscheinend einen Nebenjob. Also. Der ist Rasenmäher. Ja, ich weiß auch nicht. Aber es Kannst du gibt davon? hier Jobs und Nebenjobs. Das heißt in dem Sinne, du kannst einen Job annehmen oder Nebenjobs machen. Das ist ganz Warte cool mal. eigentlich. Das ist ganz cool, muss ich Oh, ehrlich sagen. das gerade bei mir das Ding weggeklatscht. Warum sind wir Warum? hier? Du. Weiß ich doch nicht. Der erklärt ja, hier kann ich Sell Fish und so machen. Toll. Das ist ja ein halbes Tutorial. Ja, also ich fahre hier gerade so ziemlich durch die Gegend. Alter, das Auto fährt. Das Auto fährt 180 oder so laut Tacho. Wenn man mir jetzt sagt, oh, in der Stadt darf man nur 50 oder so fahren, das ist Schneckentempo, aber richtig. Haben wir übelstes Schneckentempo. Was ist Hier ist das? noch ein Fahrschulauto. Das ist kein Fahrschulauto, das ist ein ganz anderes Auto gewesen. Hier Warum stehen stehen. aber viele Autos einfach so mit einem Weg. Raff ich nicht. Wenn die Autos nicht irgendwie zerstört oder so? Nervt ja richtig. Überall stehen Autos. Also ich fahre ja echt gerade volle Kanne. Du siehst ja gerade, wie ich fahre, ne? Kreuz Sehr und quer. professionell. Ja, Ja, und das ist sehr. scheinbar macht es dem Fahrlehrer nichts aus, so, wenn du es so nimmst. Yakuza Ja, der lässt wohl Warnblinker. viel mit durchgehen. Hier hat offensichtlich Yakuza die Oberhand, weil, ich meine, das heißt wirklich Yakuza-Waffenladen. Total fail irgendwie. Die Stadthalle. Dort kannst du zum Beispiel deine Führerscheine machen, das mache ich gerade. Warte mal, und, ach so, doch nix. Vielleicht sollen wir den Shop mal testen, wenn er ein bisschen befüllter ist, weil du hast ja gesagt, die spielen ein paar mehr. Ja, ich spiele ein paar mehr, aber zur Zeit muss ich echt sagen, es ist gähn. Es ist also, nö. Also, es ist cool bemappt und so, aber ich glaube nicht, dass wir irgendwie mehr Spaß rauskriegen. Das Problem ist, wir können nicht mal einen gescheiten Beruf nehmen, weil, ohne Witz, du wirst quasi gezwungen hier, ja, mach, bis Level 7 kannst du den Immobilienmarkt probieren. Ansonsten ist der Rest nur noch 15 langweilig Shit. Was willst du so lange machen? Willst du jetzt bis Level 7 Payday ergammeln oder was? Ja. Gammeln. Einfach die ganze Zeit Weißt gammeln. du, wie viele Stunden da gammeln müsstest du? Was ist das? Was ist das da vorne? Traumhaus. Okay, die Häuser sind total lächerlich, ganz ehrlich. War ein geiles Haus. Übertrieben Was groß auch. leuchtet denn hier wieder so ein. Hier links ist wieder so Ja. ein Backhaus gewesen. Ja. Das ist Ein Quizstudio. Quizstudio. Merke dir mal die Position. Das gucken wir uns noch mal an. Also von Mapping her würde ich sagen, die haben es drauf eigentlich. Das ist mehr eine Rundführung als eine Fahrprüfung, ganz ehrlich. Ja, vielleicht sollte man einfach da sehen, was es eventuell einzigartiges oder gutes Gemaptes da gibt. Du, was Mapping angeht, gefällt mir das richtig, ganz ehrlich. Ah, hier ist das Autohaus. Cheap Cars Autohaus. Also, ich sag mal so, die meisten Systeme sind Standard, auf jeden Fall. Ein paar Sachen sind scheiße. Also sowas wie, dass die Autos anscheinend nicht respawnen.
Warum auch immer, ganz ehrlich zu sein. LCN-Waffenladen, hä? Was ist das? Das ist Lottoladen, okay. Nichts Neues. Zurzeit erinnert mich das voll an Dings. Wie heißen die? GRP, RGR, bla 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 bla. Werbestelle, die Bank. Erinnert richtig krass daran. Alter, ich fahr 2 km/h so gefühlt und das Tacho steht. Ich fahr 100. The fuck? Es ist kein schlechter Server, sagen wir es mal nicht so, aber. Genau, ich hätte mehr irgendwie erwartet. Genau, wie sieht es bei dir eigentlich aus? Du hast ja auch ein paar Sachen gesehen. Ja, ich meine, wie du schon sagtest, vom Mapping finde ich sehr interessant, sehr schön. Aber vielleicht, wenn wir mal ein bisschen mehr auf die Systeme eingehen würden oder gucken könnten, Gucken irgendeine könnten, ich Fakt. glaube, das ist das Beste, was du raushauen könntest, weil das sehe ich nämlich genauso. Das ist nämlich das Problem von den meisten Servern. Ich mache zum Beispiel gerne ein Review, beziehungsweise nicht Review, aber ich teste gerne kurz Server an. Und meistens so, gibt keine Features. Dann sagt mir einer, ja, es gibt aber Features. Ich sag dann, wo denn? Ja, da musst du in der Gang sein. Ja, toll. Ich meine, das bringt mir ja nichts. Ich muss als Neuling an die Features irgendwie rankommen. Ende der Hast du bestanden? Praxis. Ja, natürlich. Kann fahren, wie ich will. Jetzt wird das Ding respawnen. Guck, jetzt ist es wieder da. Jetzt ist das Auto da. Aber erst jetzt. Abgebrochen mitten in der Stunde und dann. Ja, dann lass mal Und. diese Quizstelle zu sehen. Ich will mal sehen, was das ist. Ich hoffe mal, es ist nicht irgendein. Fahr mal dahin, ich habe schon vergessen, was ist. Alles klar, Herr Kommissar. Keine Ahnung. Der Server hat eine gute Grundbasis, sagen wir es so, aber angeblich ist das Skriptversion. Keine Ahnung, steht das irgendwo? Nee. War das nicht Ja, irgendwie Unrecht Skriptversion? Achso, doch. 3.5.8 oder so. Nee, ich glaube, das ist 3.5b. Also an sich würde ich sagen, ja, der Server, wie soll ich sagen, Was denn hier? es hat eine gute Hä? Grundbasis, aber es sollte nicht in so ein 3 Punkt irgendwas sein, sondern eher, keine Ahnung, 1.0 oder sowas. Und dann langsam mit den richtigen Features anfangen, weil zurzeit, also ich sehe kein, wenn ich zum Beispiel auf GRP spiele, sagen wir es mal, ich spiele auf GRP, was wäre der Grund für mich, von GRP auf diesem Server zu wechseln? Die beiden Server sind fast identisch, also. Jetzt übertrieben gesagt, aber ich meine, es gibt so ziemlich keine Unterschiede. Star Tower. Also, was die Features an sich angehen. Hier ist es doch. Ja, wie ich gesagt, sonst vielleicht mal später. Ich kacke gleich ab. Mal testen. Mit Enter kommst du Andreas an? Talk Studio. Nice. Auch wieder selber gemacht. Alter, den Mapper würde ich mal einstellen. Hier kannst du auch noch rein. Der Mapper wurde eingekauft. Aber wirklich sehr nice. Also vom Mapping her, mag ich. Du kannst sogar in diesen Privatraum rein und dann. Das ist ein richtig schöner Studio. Ohne Flex gefällt mir übelst. Alter. Schlicht und nice. Ganz ehrlich. Nice. Gefällt mir. Wie sieht es mit dem anderen Dings aus? Da bin ich raus. Ja, ich brauche irgendwie immer zu, wegen Leben und. So, ja. Moment, ich komme gleich. Die haben echt zwei extrem nette Studios, muss ich ehrlich sagen. Den zweiten habe ich zwar nur kurz angeguckt, aber der Mapper ist talentiert, auf jeden Fall. Der gefällt mir. Der Mapper ist wirklich gut. Das Skript ist leider 0815, ja, kann man nicht so sagen, Du aber Standard? ja, es weiß nicht. Standard ist. Es ist zu Halt wissen, der Robert, der einfallslos. sucht, der Robert, der sucht halt immer was Außergewöhnliches. Ja, es ist so. Ich bin ein Fan davon, von außergewöhnlichen Sachen. Du bist ja hier der Godfather-Typ, deswegen dir müsste das Skript eigentlich ziemlich gut gefallen. Muss mal sozusagen. Oh, du kannst hier außerhalb sogar bestellen. Fahr mal hinten, fahr mal weiter hinten. Ja, ich kann nicht mehr weiter, weil ich gleich Menü gemacht habe. Jetzt geht's wieder. Du hast dein Menü geholt, jawohl. Mach einfach gleich Menü. Kann ich nicht. Ah, doch, doch, okay, fahr. Kommt nur keine Meldung und so. Nur später, wenn der Taste das. Ja. An sich, also den Mapper mag ich. Aber gut, okay, ich meine, ich find das Skript ehrlich gesagt an sich relativ kacke, muss ich ehrlich sagen. Nicht kacke im Sinne, dass es so scheiße ist, sondern einfach nur,
Ich hätte keinen Grund, auf dem Ding zu spielen, ohne Flachs. Ich find's, ne, langweilig nach dem Sinn. Aber du bist jetzt ein Godfather-Spieler. Sag mal du deine Meinung dazu. Ich meine, du sprichst ja quasi deine Godfather-Leute da an, weil übelst viele stehen ja auf Godfather, genau wie du. Ich meine, was soll ich dazu sagen? Ich bin im Moment der gleichen Meinung wie du. Wie der gleiche. Ich meine, du musst doch eigentlich eher begeistert sein. Ich meine, alle deine Features sind da. Ja, hier scheint auch noch ein Gangfight dazu bei zu sein. Also, es gibt anscheinend einen Gangfight. Ey, du kannst da rein. Warte mal, halt. Komm mal zurück. Kannst da rein. Das ist ja kein Arbeitsamt, das ist was anderes. Was ist das? Mal gucken. Meine, wir können ja den Server morgen oder nachher, ihr seht ja oben rechts, wie spät wir haben. Kommen wir aber nicht rein. Ah, das Geht. Restaurant ist abgeschlossen. Okay, cool. Ich dachte, wir können es ja morgen noch mal testen, wenn ein paar Spieler drauf sind. Lass uns mal Ruhig. vom Admin rumführen oder so. Es sind hier schon Spieler, aber ich bin mal einig mit dir. Wollen wir mal gucken. Ich meine, also vom Test her, also vom heutigen Test würde ich sagen, ja, ist nicht scheiße, aber es fehlt einfach eine Menge guter Features, die echt mal, weiß nicht. Gut, ich würde mal sagen, was wäre so bisher dein Eindruck? Mach mal hier so ein Eindruck-Dings, was du dir so bisher denkst. Ketchup. Was geht, Schuppmann? Sag doch einfach. Ja, ich kann mich nur wiederholen, ne? Also. Ja, aber sag mal an, weiß schon. Also ich finde es schon ein bisschen interessant. Also mir gerne mal hier das Neue angucken, das mit dem Krankenhaus da unten, die Tiefgarage, was da so für Sachen gibt und Studio und so, alles nochmal drauf näher angucken und so. Naja, ich glaube, Studio Und muss den. man nicht wirklich angucken. Ja, einfach mal gucken, mal vom Admin rumführen lassen, weil es so Neues gibt und all so ein Kack. Also was nicht alle haben und dann bestimmt was Nettes bei raus. Also, Also ich ich sag finde. mal so: Zur Zeit würde ich sagen, also würde ich von der Bewertung her geben, weil das ist das erste Mal übrigens, dass ich das separiere zur Zeit. Erstmal der Server an sich würde ich sagen: Von mir 6 oder 7 von 10 würde ich auf jeden Fall geben. Es ist eigentlich so ganz toll und gut, aber es fehlt halt einiges, meiner Meinung nach. Mapping würde ich echt 10 von 10 geben, ohne Flachs. Es ist einfach nur, ich finde, es wird nicht zu viel gemappt auf dem Server und das, was gemappt wurde, wurde so sauber gemacht eigentlich. Ich finde es toll, ganz ehrlich. Ich mag den Mapper total. Der hat voll meinen Style erwischt, ganz ehrlich, gefällt mir. Übelst. Die Stadthalle sieht vielleicht ein bisschen over the top aus, aber an sich, der macht eine ordentliche Arbeit. Mir gefällt's. Also Skript, weiß nicht, 6 von 10 würde ich wahrscheinlich eher geben. Weil halt anfangs das mit der Fahrschule war und ich ein bisschen verwirrt bin wegen hier und das, aber so, vor allem die Jobs sind auch ein bisschen meh. So meine Meinung. Ich würde im Skript mal 6 von 10 geben, Mapping 10 von 10 oder 9 von 10. Weil halt die Stadthalle jetzt nicht so krass aussieht, die BSN hätte man auch ein bisschen besser machen können, aber der Rest ist einfach, der hat hier SF nachgebaut, lol. Lol, man kann sich einen Hippie-Bus holen. Aber es ist wieder mal sehr schön gemappt eigentlich. Gefällt mir übelst wieder. Ja, also das war's von meiner Seite aus. Wenn ihr euch mal in den Server reinziehen wollt, ihr schickt mal die IP und Shit in Beschreibung. Ihr könnt den Server einfach mal reingucken, mal reinziehen. Ist kein schlechter Server, meiner Meinung nach. Wer auf jeden Fall auf Godfather steht, ist das hier eigentlich. Ja, also wer jetzt keine Lust mehr hat auf GRP, weil er gebannt wurde oder sowas. Auf jeden Fall kann man sich das mal reinziehen. Auf jeden Fall. Denk mal, da wird man Ähnliches erwarten können. Das wäre so meine Bewertung zu der ganzen Geschichte. Tobias, sag du mal dein Zeugs dazu, weil das war's von meiner Seite aus. Ja, ich glaube, ich gehe eigentlich nur anschließen. Für IP und so in der Beschreibung. Einfach mal vorbeischauen, gucken, selbst davon überzeugen. Und ja, das war's auch von meiner Seite aus. Jut, ich denke mal, wir schauen mal uns den Server vielleicht heute Nachmittag oder so an, je nachdem, wann Tobias hier Zeit hat. Ja, und dann wollen wir mal gucken. Vielleicht können wir wirklich Hidden Features finden, aber ich zweifle dran, ganz ehrlich zu sein. Du bist ja ein bisschen optimistisch, glaube ich. Ja, das bin ich. Hast du
Gut, ja, das war von meiner Seite aus. Viel Von Spaß meiner auch. weiterhin. Ja. Viel Spaß! Tobias lacht sich kaputt, weil er, keine Ahnung, ihm kitzeln die Eier, ich weiß es nicht. Dann wisst ihr auch mal Bescheid. Du. Hallo! Hi! Hi! Oh. Ja, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal! Sag du mal Tschüss, hier, komm! Tschüss.